Hast du keinen Kollegen bekommen? Kein was? Keinen Kollegen bekommen? Nein, das habe ich nicht bekommen. Nicht? Das würde ich mir, bei so einer langen Sache würde ich mir, also wenn es länger als 3 Wochen geht, würde ich mir wirklich verschreiben lassen, weil es Aber einfach, es beruhigt einfach die Bronchien. ja, wie gesagt, ich habe noch einen Lungenarzttermin und so und dann gucken wir Boah, ey, mal. krass. Wir sind halt noch Was? so ein Hätte junges ich noch Format, also die zweite Folge jetzt hier ist wirklich notwendig. Was machst du für einen Stundenlohn für den Quatsch? Ja, das ist schon längst reich hier. Ja. Herzlich willkommen bei unserem Format. Wir haben jetzt auch mittlerweile einen Namen. Wir sind Behind Arts und heute sind wir hier mit Frankie in Neukölln. Hallo. Hallo! Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, freut mich auch. Genau, stell dich doch einmal kurz bitte vor. Ja, also ich heiße Frankie, ich lebe hier in Neukölln. Und genau, wir sind jetzt sogar in meinem alten WG-Zimmer. Wie würdest du dich selber denn in 3 Worten beschreiben? Ich würde das schon sagen, eigentlich sehr offen. Ja, also Kommunikation ist eigentlich so, was ich echt gerne mag. Also so quatschen und überhaupt so, finde ich cool, spontan und sehr abenteuerlustig. Also halt einfach zum Beispiel, wir fliegen jetzt nächste Woche nach Bangkok. So, und ich bin ja nicht jemand, der dann vorher irgendwas bucht oder so. Und du gehst am Flughafen raus und dann guckst du halt einfach. Ne? Du bist dann einfach, dann keine Ahnung, wenn einer dir über den Weg läuft, der dir irgendwie sagt, ey, duck, duck, dann kann auch sein, steig da ein oder wir. Und dann fahren einfach weiter und gucken dann einfach spontan, ah, guck mal hier, mit Maps so, und dann hast du halt was. Also das mag ich halt sehr gerne, sowas halt. Deswegen abenteuerlustig, ja. Ja, du bist ja jetzt hauptsächlich jetzt hier, um über deine Schauspielerei zu sprechen. Also ja. So ein bisschen den Fokus setzen wir heute. Genau. Möchtest du vielleicht dazu was sagen? Verdienst du damit deinen Lebensunterhalt? Was machst du so beruflich eigentlich? Du bist ja heute hauptsächlich bei uns im Format, um über deine Schauspielerei ein bisschen was zu erzählen. Wie ist es denn so? Ist es schon auch quasi dein Lebensunterhalt, den du damit verdienst? Also das sieht so eigentlich aus, dass es ziemlich, ziemlich schwierig ist, als Schauspieler wirklich 12 Monate so ganz normal seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ja. Das ist jetzt nicht so einfach, dass du sagst, so ja, okay, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, an so einem Projekt teilzunehmen. Dann hast du da 60 Tage, 90, 80, das ist schon viel, aber du bist ja nicht die ganze Zeit dabei. Ja. Ne? Und das längste, wo ich dabei war, waren es 24 und dann hast du halt die 24 Mal deinen Gagenlohn. So, und dann musst du halt schauen, wie lange du damit auskommst. So eigentlich. Und deswegen machst du ja verschiedene andere Sachen und du machst halt eigentlich noch einen normalen Job. So, ne? Ja. Der hat deine Grundbasis irgendwie generiert. So. Und das ist halt, aber das mache ich halt jetzt nicht mehr, das habe ich halt jahrelang gemacht. So. Deswegen, ich habe vor ein paar Jahren so einen Switch versucht von der normalen Jobart. Ja, also nicht 9 to 5, aber trotzdem zu einem normalen Job, zu dieser Künstlersache, dass man so ein bisschen alternativ guckt, wie man denn verdient. So, nicht nur halt dann, ja, von dem Job, den man jeden Tag macht. So. Also jetzt nochmal so ein bisschen, um das zusammenzufassen, dass unsere Zuschauer das auch verstehen. Du bist quasi so ein bisschen Überlebenskünstler / Schauspieler, aber Schauspielerei ist schon deine Passion. Genau, richtig. Es wurde die Passion oder überhaupt, es wurde alles, was mit Kamera zu tun hat, die Passion. Also es hat sich irgendwie entwickelt, war jetzt nicht von heute auf morgen da. So. Aber es ist genau so, dass man halt irgendwie sich damit überlebt und irgendwie auch künstlerisch auch die Überlebenskunst als auch eine Kunst. Genau. Finde ich sehr gut, dass du es gesagt hast. Cool, ja. Ja, weil das ist halt schon sowas wie, früher gab es das nicht, ne? Also früher war so Überlebenskünstler so irgendwie ein Komiker oder so, ne? Es war halt echt ein Komiker oder so. Aber heute sind halt Überlebenskünstler halt auch Leute, die halt, also auch ein Rapper, der jetzt nicht krass erfolgreich ist, ist auch ein Überlebenskünstler, weil er ja auch eigentlich nur mit seiner Kunst erstmal versucht zu überleben, aber auch vielleicht an anderen Dingen dann noch irgendwelche Sachen macht. So. Natürlich, wenn du irgendwo erreicht hast, dass du nur so viel verdienst, dann hast du nicht mehr brauchst du nicht mehr Überlebenskünstler nennen, dann ist er halt auch in einem Job tätig, so fertig, so weißt du. Ja, ich finde es richtig bewundernswert, weil gerade für so eine Sache muss man ja sehr flexibel sein. Ja. Und wie ist das so bei dir? Kommst du da gut drauf klar, so quasi, dass du so in der Schwebe bist? Irgendwie, es kann ja sein, dass du jetzt diesen Monat irgendwie so ein geiles Projekt reinbekommst und denkst so, yes, keine Ahnung, du kriegst jetzt ein Gehalt von ich weiß nicht was, es kann ja bis nach oben gehen bei Schauspielerei. Aber es kann natürlich auch sein, dass du da nur 200 Euro bekommst und dich total unter deinem Wert verkaufen müsstest. So. Wie ist es so, also monatlich dann irgendwie da so zu gucken, was halt kommt und da irgendwie auch einen klaren Kopf zu bewahren. Also eigentlich nehme ich immer alle Anfragen oder alle Ansagen, die ich bekomme, an. Ja. Ja, ich schlage da eigentlich selten was aus. Ich bewerbe mich nur noch aktiv auf anderen Sachen oder auf Formate. Also aktiv bewerbst du dich dann darauf. Da ist es natürlich schwieriger reinzukommen. Als ob du vorher angefragt wirst von der Agentur, dann ist es eigentlich schon fix. So, wenn die dich fest anfragen, dann weißt du, okay, du bist dabei. Außer passiert irgendwas Doofes, so, keine Ahnung. Also ich wurde auch schon mal angefragt und am Ende waren die Tätowierungen an den Fingern doch nicht erwünscht. Also okay. Vorher waren sie doch erwünscht. Ne? Das ist halt immer so auch ein bisschen weird, so, keine Ahnung. So, die ändern manchmal auch, ja, keine Ahnung. Deswegen, also so viel machen, wie es geht, einfach hasseln dann und
man muss halt echt auch gucken, dass man aus 50 Euro 100 macht. So, ne? Und wenn du halt 100 verdienst, dann musst du halt versuchen, aus diesen 50, die dann überbleiben, dann diese 100 wieder zu machen. So. Dann gibt es auch verschiedene andere die Möglichkeiten, wie du das halt machen kannst. Und deswegen schon wo, cool. Wo nimmst du denn dann so deine Jobs her? Also bist du dann bei einer Agentur, also so einer Schauspielagentur, oder machst du selber Akquise oder kriegst du die sogar über Social Media Accounts? Also meistens wirklich über die Agentur. Da bin ich bei super vielen. Alle möglichen, da wo man reinkommt. Also hast du einfach online ein Profil erstellt? Ja, so Online-Profile und auch Agenturen, die halt wirklich Darsteller vermitteln. Also jetzt geht nicht mal richtig um das Schauspielen, sondern es geht ja auch um das Darstellung. Ne? Also Darstellung und als Darsteller, Nebendarsteller, sowas. Ja. Also kein Darsteller. Und genau, und deswegen ist es halt auch wichtig, einfach, dass du weißt, okay, du hast eine Agentur, kümmerst du um Darsteller, du hast eine Agentur, das ist ein bisschen Komparsen und dann hast du davon ganz viele. So, und dann hast du halt schon ein paar Anfragen. So. Und in der Corona-Zeit zum Beispiel, das lief super. Da hatte ich 3, 4 in der Woche. Und dann kam es halt erst jetzt halt wieder alles so ein bisschen, weiß gar nicht, seit einem halben Jahr. Da kann man schon sagen, ist schon härter, weil du einfach merkst, so, okay, fuck, du hast nicht mehr so 4 in der Woche, sondern vielleicht nur noch 3 im Monat. Und du merkst so, okay, was ist das denn? Deswegen musst du halt einfach am Ball bleiben, alternative andere Sachen machen so und einfach. Ja, Ausgaben minimieren, maximieren, das auch können, so ein bisschen. Du meintest jetzt in der Corona-Zeit lief es besser. Lief besser, lief viel besser, ja. Okay, ich hatte jetzt. Ist komisch, gedacht, ja, in der Sache lief es wirklich besser. Okay, weißt du, woran es liegt? Oder ich vermute, es lag daran, dass man sich mehr auf die Teams eingeschossen hat, die schon gedreht haben zusammen. Dann auch gemeint, okay, wir machen das 28 Tage. Und auch dann auch die Kleindarsteller und die Komparsen, beziehungsweise die Nebendarsteller, dass das auch, wenn gesagt wurde, guck mal, der war letzte Woche da, komm, der ist jetzt im Fluss dessen auch hier geimpft, beziehungsweise auch öfters getestet. Ja. Dass das, weil wenn so ein Team mit 90 Leuten oder mit 80 Leuten, wer es einen Corona-Fall hatte, ja, und das geht durchs Team und das Projekt hat 80 Tage, ja, das ist Katastrophe so. Das ist Katastrophe wirklich. Und deswegen war es eigentlich ganz cool, dass man, da wurde super aufgenommen. Ja gut, vielleicht hatte man dann auch weniger Konkurrenz, weil die Leute halt gesagt haben, ja, genau. Bin jetzt dabei oder so. Genau, ja. Obwohl die ja da auch echt streng waren mit den super streng. Maßnahmen. Maske, also wirklich in jeglicher Art und Weise diese Maske tragen. Doppelt und dreifach geimpft und... Ja, und PCR-Test, also meistens dafür, aber das Coole bekam man dafür Geld. Ja. Also es war ja wirklich so, du bist halt Anfrage bestätigt, zack, zack, dann drehst du am Freitag. Mittwochs PCR-Test, bekommst du 40 Euro oder 30 Euro. Dann am Tag wieder Test, ja, bekommst du nochmal 20 Euro. Warst du schon bei 50 Euro, bevor du überhaupt gedreht hast. Ja, das war cool. Also du hattest halt sofort einen besseren Lohn. Ja. So, ne? Und war es natürlich ein fortlaufendes Projekt, hast du natürlich jeden Tag, dann warst du natürlich durchgetestet und eigentlich, ich hatte auch nie einen positiven. Also wirklich bei den ganzen, wie viel das waren, keine Ahnung, aber es war nie ein positiver. Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. So, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen zum Schauspiel? Was ist deine Faszination daran? Ist das so ein Kindheitstraum oder bist du da so reingerutscht? Oder? Ja, spannende Frage. Also auch kann ich weit ausholen auf jeden Fall. Also, dass ich mit Filmen zu tun habe, beziehungsweise dafür eine Affinität habe, das ist schon echt lange so. Also bestimmt schon seit 1900, keine Ahnung, wo ich 8 Jahre alt war, wirklich so. Also ich das erste Mal hier, das war das König der Löwe gesehen habe, so, und auch das war mit Zeichentrick. Oder das andere war doch hier so stirbt langsam 1, mit Bruce Willis und so, oder Terminator 1 oder sowas, ne? Diese krassen Actionfilme, die es in den 90er Jahren gab. Und Quentin Tarantino-Filme zum Beispiel auch, eine ganz spannende Sache. Da war schon natürlich die Affinität, sammeln und Filme kaufen, Filme gucken und so, super da. Und dann war das irgendwie gar kein Thema beruflich. So, es war so auch so weit weg. Es war nicht so, dass du denkst, okay, Schauspielerei, Filme, was ist das? Du kommst da, also ist doch voll weit weg, also so, ne? Nicht greifbar. Ja, und dann fing es an, dass du durch Rapper Musikvideos gedreht hast. Und dann haben wir einfach Musikvideos gedreht, dann brauchte man Darsteller, dann brauchte man hinter dem Set Leute, die das organisieren, Kamera, und dann hast du irgendwie angefangen, eine Kamera zu kaufen, hast du organisiert, so ein Set und überhaupt alles so, ne? Und hast halt gemerkt, ja, ah cool, das macht Bock so, und war es richtig, ne? Und dann haben wir selber Musikvideos gespielt und da habe ich selber mitgespielt und dann war es irgendwie so, okay, weiter. Und irgendwann warst du in Berlin. Ja, und was machst du in Berlin? Wenn du nicht in Berlin bist, dann machst du halt genau das. So. Man lernt einfach Leute kennen. Ja, man hat am Ende so dieses Ergebnis, wo du dann so denkst, ah, in dem Film, da genau. Stehe ich. Und das hatte ich erst später im Kopf. So. Die Leute, wo ich immer hinkomme, da bin ich ja kurz. Die machen ja echt lange Projekte, 80, 90, 70 Tage, so keine Ahnung. Und ich komme eigentlich nur für ein paar Tage hin, mal als Nebendarsteller, Kleindarsteller, irgendwie so eine Sache, so eine Szene und gehe ja wieder. Und hab diesen Projektgedanken gar nicht gehabt. Bis ich halt dieses Projekt hätte mit diesen 24 Tagen, so, ne? Und das war für dich dann was Positives, das oder? Das längste Projekt, so. Also du willst lieber längere Projekte machen. Das Lustige ist ja, das wurde bei Cannes in Filmspielen, Filmfestivals vorgeschlagen, hat gewonnen.
Habe ich jetzt vorgestern erfahren. Ach, jetzt. krass. Ja. Es ist nämlich die Serie Souls, heißt die, die ist auf Sky. Hier mit diesem Alexander Janowitsch. Ziemlich bekannter Schauspieler. Geil. Und wir waren halt alle in grauen Anzügen, so Jogginganzügen, ja, angezogen. Und wir mussten ziemlich krass Mimik und Gestik spielen. Also auch weinen und auch schreien und auch erschrocken oft aussehen und auch starr. Die Kamera ging dann durch 80 Leute. Wir waren immer so ein fester Block, so. Es ging um so einen Kult. Die stigmatisiert wird von so einem Führer und der sagt so, ihr müsst euch alle verbrennen und dann wurde jeden Tag einer rausgezogen in den Gasofen rein und verbrannt halt. Und das waren, dann gab es halt Helfer und Helferleins und so und die wurden dann irgendwie nachgerückt. Also irgendwann war es dort auch vorne dran. Ja. Also ich weiß nicht, so lange, wie viele Tage das war. Am Anfang war es halt ein, eins hin. Und dann am Ende merke ich es noch 23 oder 22 Tage. Ich sitze in der ersten Reihe und weine jetzt einfach. Muss ich machen, dann kommt die Regisseurin zu mir. Und dann macht es so, krass heftig so, okay, cool. Also davor waren auch schon coole Sachen so. Also ich bin Ja. gespannt auf die Serie. Ich muss mir die unbedingt anschauen. Souls. Mega. Souls heißt sie, genau. Ja. Aber Können das wir war auch das gerne Nächste. verlinken dann natürlich Kann man mal auch. schauen, ob wir die finden, weil die ist erst Ja, seit muss Dezember ich. draußen. Die muss man bezahlen, ne? Das ist ja Sky Ja. Pay TV. Richtig? Aber. Das ist auch die teuerste Stimmt, Plattform überhaupt. ja. Ja, Mann, ich bin bald in der Länder Sky so. Dann geht's nach oben, ja. Ab und zu im Zeug. Genau, du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du eintägigen Projekten dabei bist oder Ja, halt so, genau. Kleine, genau, schnelle Sachen kleiner, halt. schneller. Ja. Bist du dann lieber aber wahrscheinlich an so längeren Sets Ja. oder ist es dir lieber, dass du einfach dahin gehst, das ablieferst und dann den Kopf frei hast und denkst, okay, ich muss mich jetzt nicht weiter mit dem Projekt auseinandersetzen? Das ist halt manchmal so, ne? Also Ja. teils, teils. Wenn es jetzt so ein Amazon-Film ist, ja, keine Ahnung, so eine krasse amerikanische Produktion, hier im Tegel im Gefängnis und so, ne? Und du kommst ans Set und dann sind da so 80 oder 60 Häftlinge oder so. Und dann denke ich mir manchmal auch so, boah, kann ich wieder jetzt rausgehen, nach Hause gehen? So. Weil sie zu viel ist, Ja, weil ich oder? komme eh nicht ins Bild, komme eh nicht ran und das ist Ja, einfach okay, Trash, so, verstehe. ne? So, und dann kommst du halt ins andere Set, keine Ahnung, dann, wie zum Beispiel jetzt, vorgestern, das war für, was war das für nochmal? ARD, glaube ich, eigentlich mit der Serie. Und da war ich Trauergast und die Umstände waren halt, es war arschkalt, aber wir waren nur zu zweit, ja, und es war klar, okay, es ist so und so und so und so. Und dann nach und nach merkst du, ach krass, mit dem habe ich schon gedreht, ach, mit dem auch, und den kann ich auch. Und dann dachte ich, okay, cool, so, ne? Hat man schon So so war eine es. Und Community das wäre dann. nicht passiert, genau, das wäre nicht passiert bei so 80 Leuten, weißt du, dann kennst du unter diesen 80 Leuten vielleicht ein, zwei Darsteller, weil die auch dann da Ja. sind, weil die vom Typ her passen zu der Sache. Ist ja auch immer eine Typusfrage, so. Genau, aber deswegen, weiß nicht, ich finde das schon besser, wenn das so ein bisschen kleiner ist. Dann kann es auch länger sein. Und nicht so groß, weil umso größer, umso schlechter wird die Qualität für die Leute, die vor Ort sind. Also als nicht 100% Teilnehmende an dem ganzen Projekt. Kommst du Ja. ja nur als Gast eigentlich dahin, ne? Bist dann nur für diese 3, 4 Tage oder auch nur für diesen einen Tag. Ja, man hört ja auch oft so, dass viel bei so kleiner, schneller Jobs mit Warten zusammenhängt, Ja. also bei den Sachen. Wie verhältst du dich dann? Also sagst du dann so einfach zu allen am Set so, ja, ich will jetzt auch dran sein Nee, oder du musst nein, ja gar nicht. Also nicht? dieses nein, das ist ja, Okay. also nee, du weißt ja schon meistens so, was deine Sache ist, ja. Okay. Und nee, du, also warten und geduldig sein, das habe ich auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren genau dort mehr gelernt als sonst wo nie in meinem Leben. Okay. Weil so krass, wie du da wartest, einfach weil halt auch, ja, keine Ahnung, du bist halt Kamera einstellen, hier irgendwie Licht einstellen, Ton und so, das dauert allein schon so ein bisschen. Das kannst du nicht einfach so, ja, innerhalb von diesen 3, 4 Minuten machen, keine Okay, Ahnung. Ist ja. die Blende verstaubt, dann ist die Blende da, der Staubdruck irgendwie nicht da, also weißt du, es sind so Ja. banale Dinge, die einfach so sind, ein Kabel, so, da liegt das, die Sicherheitsding nicht über das Kabel, dann kommt der Erste aus dem LKW hinten raus mit diesem Teil, die drüber gelegt werden müssen und so. Ja, sowas, also deswegen, ich finde Warten cool, also ich finde es nicht schlimm Aber so, ja, gerade ich am meine Set. jetzt Weil nur, es passiert ja was, es ist ja ein Bild. ja. So, du kannst ja rumlaufen, so hinter der Kamera, oder läufst hinter den Leuten. Ja. Also ich, deswegen ist es eigentlich schon cool so und das macht Bock so, Ich bin ja. gerade, glaube ich, ein bisschen von diesen Komparsenjobs ausgegangen, weil ich war halt auch immer Komparse. Da war es halt Ja, immer so, dass da genau. viele sind und halt Ja. dann egal war, wer jetzt da im Hintergrund ist. So. Also es war dann einfach, okay, wir brauchen jetzt 2 Leute und dann musst du da so sagen, ich will jetzt dran sein. Also wenn es dann darum Aber geht, dass kleiner Steller ich. ist wahrscheinlich dann so, Genau. dass du gezielt eingesetzt Das wirst ist auf und jeden deinen Fall Text passt. gezielter, Okay, genau. ja. Aber bei den Komparsen-Dingen bin ich schon drauf und gucke mir halt das Bild an und auch die Sache Ja. und kapiere dann schon schnell, okay, also wenn ich sehe oder wenn ich eine Chance sehe, dran zu kommen, bevor andere kriegen, mache ich das klar, so auf jeden Fall. Okay. Aber wenn das nicht geht, wenn es auch nicht lohnt und wenn ich irgendwie so merke, so bringt der Sache nichts, weil es sowieso am Ende so und so aussehen könnte oder aussehen wird, dann mache ich das auch nicht so. Also, aber ich Okay. habe schon ein paar Dinge abgekramt. Es ist ja manchmal so, dass die weiß, heute brauchen wir noch eine Sprechrolle, die ist aber nicht fest im Buch beschrieben so. Die ist halt nur so, ah, da steht es auch so Sprechrolle spontan, so, keine Ahnung. Und dann ist es schon cool, wenn du den kriegst. So. Ja, Ja. muss halt irgendwie dann, ja, dann auch dann den Leuten da schon connected sein oder irgendwie so interessiert da sein, Und auch da. spontan sein. Ja, aber auch Also. interessiert da dran, also Okay. da sein oder da, Ja. heißt es,
reinschauen, so keine Ahnung. Und natürlich nur vom Handy, du kriegst hier irgendwie und alles so zuschaltet mit, Kopfhörern. Und er ruft, ey, wir brauchen jemanden für die Speicherkarte so. Und dann, klar, kriegst du nichts mit so. Aber wenn dir, ich bekomme ja vieles mit so, keine Ahnung. Dann, auch ja, wenn ich vom Handy bin, kriege ich trotzdem dir alles mit so. Und dann ist schon cool, dann kriege ich ja ab so. Nice. Ja. Wie laufen denn generell Castings ab? Boah, schrecklich. Boah, okay. Ich hasse Castings. Nein, wirklich. E-Castings. Schlimmste. Ich habe wieder eins jetzt, muss noch diese Woche machen bis Sonntag. Für Kaufland, für Werbung. Das und ist ja, dann sieht man dich. Ja, hoffentlich. Ich will ja unbedingt eine Werbung haben. Ich hatte für Edeka, Lidl, geil, Kaufland an, also immer wieder die Castings eingereicht und so. Jetzt sind auch wieder Edeka und einfach nicht bekommen. Also es ist so schwierig, auch also Werbung, zu Werbung, falls hier jemand von der Werbung ist, ja, und ihr sucht einen im Gesicht. Ja, aber E-Castings ist schrecklich, weil du bist halt zu Hause, du hast einfach nur ein Blatt, wo das also ein PDF bekommen, wo das draufsteht, musst einfach das abarbeiten. So. Okay. Und genau auch dann diesen Kamerakram dann irgendwie dann arrangieren. So. Aber ich habe auch schon lustige E-Castings gemacht, wo ich mir auch dachte, so, Alter, verrückt. Das war mal auf Mallorca, da haben sie mich angeschrieben, ey, Projekt, das Hooligan-Fan in der Kneipe. Mhm. So, glaube ich, irgendwie sowas. Ja? Und dann wollten wir tatsächlich sehen, wie man denn ausrastet als Hooligan, als Fan, okay, positiv, und ausrastet als Fan gegenüber anderen negativ. Das wollen wir hier auch einblenden, das kannst du. Das gibt's gar nicht, ob ich das noch habe. Ein Garagentor habe ich ausgesucht, ja. Und ich habe halt einfach ausgerastet vor diesem Garagentor, so, ne? Und dann habe ich auch in die Garage gehauen, so, ne? Und dann schicke ich das ein, dann schreibe ich überhaupt, wo voll gut geworden, so, ne? Und ich denke so, was? Alter, ich hab da eine Scheiße gebaut. Du denkst ja wirklich, du machst nur Quatsch, so, ne? Das ist ja auch. Und bei dem zweiten Szene bin ich einfach irgendwie auf einen Zuhörer, bin angepöbelt und dann so, ne? Dann, so, dann habe ich es eingeschickt und dann, ja, aber am Ende haben wir, ich weiß gar nicht, hab ich mich genommen. Ich war da bei dem Projekt, glaube ich, dran, so. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie es dann weitergeht, schon so lange, echt lange her. Okay. Aber sowas halt, wo du auch dann denkst, oh Mann, das ist so. Ja, schade, dass man sowas machen muss, aber also man muss es halt machen. Das ist halt so wie das Vorstellungsgespräch, wenn du einen normalen Job suchst. Ich kann mir irgendwie jetzt nicht so vorstellen, dass du so der nervöse Typ bist für Castings, aber bist du nervös? Boah, manchmal, ja. Ja. Okay. Also schon so nervös, dass man sich denkt, so nervig, dass du musst es zehnmal machen. Es ist ja diese E-Castings, du gehst ja dahin, machst Kamera, tak, tak, babbelst deinen Text runter und dann versprichst du dich. Erste Take, nochmal neu. Dann verdammelst du den Versprecher nochmal und verdammelst ihn im selben Thema nochmal. Wieder. Dann hast du das irgendwann so, dann hast du den 6. Lauf, 7. Lauf, 8. Lauf. Und wenn das Video länger als eine Minute gehen soll, das ist schon nervig. So, dann dieses, boah, schon. Aber was ist das dann so eine Nervosität? Ist es so eine Vorher-Nervosität? Und wenn du das dann machst, bist du dann nicht mehr, also bist du dann so in deinem Element? Es ist eher diese Perfektionation. Okay, Perfektionismus. Ja, dass du es halt aber wirklich perfekt haben willst. Ja. Wobei, vielleicht will die Agentur das gar nicht, wollen einfach nur, wie du es halt kurz machst. Ja. So, weil es ist schon. Und du musst ja auch im Moment dann funktionieren. Genau. Und nicht, du kannst ja nicht, du malst ja nicht ein Bild, gibst es ab und fertig ist es, ja, sondern du musst ja in dem Moment performen, so. Das genau. Ist schon, ja, das ja, ist und das ist halt dann, ja, ich weiß nicht. Also manchmal muss man dann auch Leute haben, die halt irgendwie dann irgendwas machen, was du dann irgendwie dann als Unterstützung brauchst, oder du hast so einen komischen Text und dann raffst du den Text nicht, weil du nicht merken kannst, so. Ja. So, oh ja. Du musst den ja auch irgendwie an die Kamera unten kleben, dann irgendwie so Tricks bauen, dass du das irgendwie dann siehst und dann unter dem Bild guckst und so. Also, weißt du, also, deine Freundin ist dann so unten flüstert. Ja, keine Ahnung. Also ist halt schon so. E-Castings ist echt eine Sache für sich so. Deswegen war ich auch echt froh, dass das irgendwie gemacht für die Agenturen. Dann waren die auch, ne, gesättigt und sagten, so, ja, ist okay. Und danach musste man das nur für die einzelnen Darstellungssachen machen, also für diese Nebendarstellersachen. Aber ab da schon Hauptrolleanfragen, da musste man das ja gezielt machen. So. Das ist so schwierig. Ja. Also echt schwierig, so diesen ganzen Text runterrattern und auch so tun, als ob du da einen hast, der da steht und auch gar nicht da steht. Mit ihm schimpfen und kommunizieren und wieder lieb sein, dann wieder so und dann wieder weinen und dann, oh, der Täter, so. Das ist schon nervig. Echt, also finde ich schon. Deswegen besser erstmal seinen eigenen Kram machen, jetzt auf YouTube oder so. Was ist denn dein Lieblingsfernsehsender? RTL 2. Echt? Ja? Ja. Also schaust du dann? Ja, Trash. 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 Ich Trash. Trash. So. Wie oft hast du dich dann selber? Couple Challenge, so, Real Life, so, weißt du? Couple Challenge, Real Life, was noch? So, ey, wie Temptation, Island, Scheiß, so, Ex on the Beach und so Kram. Aber nur Stella, weil Stella mir das irgendwie in den letzten Jahren so, keine Ahnung. Wenn man in so einer Beziehung ist, dann merkt man irgendwann, dass man irgendwie adoptiert. Mhm. Und dann guckt man so einen Scheiß, was sie guckt. Und sie muss sich so Scheiß anschauen, was ich schaue. So, und ich schaue halt eigentlich nicht so Trash, aber jetzt schaue ich halt Trash, weil sie schaut und umgekehrt guckt sie halt irgendwelche
Krypto oder irgendwelche anderen Sachen, wo sie sich denken, so, boah, ich Krypto? Krypto-Dokus oder irgendwelche Krypto-Analysen oder irgendwelche, weißt du, irgendwelche Sachen halt so. Genau, ja. Ja, das ist auch aber schlau. Es ist cool, RTL 2 ist okay, so, ich bin eigentlich kein Anti gegen RTL. Ich finde eher RTL normal, finde ich schlimmer. Mhm. Also wirklich so RTL finde ich schlimmer als RTL 2. Ich will gerade gar nicht den Unterschied sagen. Doch, kann man nicht. Oh Gott, aber okay. Ich schaue halt das wirklich gar nicht. Aber wir haben ja auch alle kein, also das ist ja das Krasse, wir haben ja auch alle kein Fernsehen. Mhm. Wir sind ja alle vom Laptop oder vom Beamer. Aber wir zahlen alle die GZ. Ja, auch, aber ich meine, trotzdem haben wir dann hier, wir gucken es ja nur online auf dem Laptop. Ja. Also nicht im Fernsehen. Und deswegen guckt man auch gar kein RTL. Aber die Mediathek ist entspannt. Ja. Bei RTL so. Aber ist ja kostenlos so, deswegen. Ja. Also eigentlich blöd, dass man es nicht macht so. Ja gut, wie stehst du zu deutschem Fernsehen? Willst du da noch was zu sagen? Auch trash. Ja, so, ja. Also deutscher Fernsehen ist trash so. Ist richtig. Aber bist trash. Du, schaust du das dann und denkst dir so, boah, das ist jetzt eigentlich voll so... Ich bin ja ein Teil davon. Okay. Und ich will sogar einen größeren Teil davon werden, ja. Weil es ist Unterhaltung. Ja. Und ich sehe es als Unterhaltungsbranche eigentlich. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich Trash sage, negativ. Okay. Das ist halt Trash, weil es ist Trash so. Alles, was du da machst, ist Trash, wenn es keine Dokumentation ist, die irgendwie einen roten Faden hat. Ja. Keine Ahnung, jeder Gewinnspielserie-Format da ist Trash so. Ist halt Unterhaltung von 2015 bis 2015 so. Ja. So, und auch alles hier bei Tag und Nacht und Lenzen Partner oder irgendwelche Gerichtsserien. Oh, Rest in Peace, die Barbara Dings ist gestorben. Die Jugendrichterin, kennt ihr die von früher? Ja. 79 Jahre, so Ruth, Baba Ruth, glaube ich, hieß die. Ach Gott, ja, ich hatte auch mal so. Die war richtig cool drauf. Ja, aber ich weiß sowas halt, deswegen ist das eigentlich wie, ist schon cool, Unterhaltungsbranche und Trash und Formate. Ja, die Schulermittler. Ja, genau, das kenne ich. Also so halt, deswegen, man will auch Teil von sein, weil es einfach auch ja, eine Szene ist, die einfach unterhält. Ja, finde ich auch cool, dass du da so offen drüber redest und auch so jetzt mal so hier sagst, dass es halt Trash nicht im Sinne von, dass es negativ ist, ja, weil viele verbinden das ja so mit was Negatives. Ist aber stumpf, weil es Deutsch. Aber es ist halt einfach für Leute Unterhaltung, wenn man mal abschalten will. Ich meine, ich schaue mir jetzt auch nicht immer nur die ganze Zeit Dokumentationen und Wissenssachen an. Man kann halt zwischendurch auch abschalten, wenn es dann halt die Art ist, für Leute abzuschalten, dann ja, ist auch so, halt. Weil ich glaube, genau das, deswegen wurde ja auch Fernsehen damals gemacht. So, es war ja nicht so, dass man, also es gab Filme, so, aber dieses Trashige ist ja dann wurde auch immer stumpfer. Ja. So, und natürlich ist es ja auch dann dafür gemacht, dass man halt von hart live so dann einfach runterkommt. So. Und Sport zeigen sie ja gar nicht mehr im öffentlichen Fernsehen so, also deswegen wird nur noch mehr Trash gezeigt. Also von daher schon lustig so. Ja. Dann zurück zu deiner Schauspielkarriere. Ja. Wo hast du bisher so als Schauspieler mitgemacht? Als Darsteller, Nebendarsteller, Kleinersteller, Schauspieler, also wie man das nennen soll. Überall was mit deutschem Fernsehen zu tun hat, so was irgendwie Berlin Tag und Nacht, Tänzen Partner, irgendwelche ARD-Produktionen oder ZDF-Produktionen, keine Ahnung, oder die auch. Also hauptsächlich so deutsches Fernsehen. Ja, das ist so dein Main-Ding. Diese Amazon- und Netflix-Dinge, die kommen und dann dauert es aber ewig, bis sie rauskommen. Ja, es kommen bestimmt noch 3, 4 raus. Und ein Musikvideo hast du auch mitgemacht. Ja, mehrere schon. Musikvideos auch, genau. ja, aber es dauert ewig, bis es rauskommt so. Weil in deutschen Sachen ist es halt ein fortfließender Ding. So über die Tag nach muss alle, also es ist 6 Wochen Abstand. Mhm. Letzten Partner ist ein Projekt von 90 Drehtagen, das ist dann eine Staffel. Dann kommt die halt danach raus, wenn die nächste wieder anfängt. Und hier, also die ganzen anderen Produkte halt auch so in Deutschland. So, deswegen hat es schon so einen Anfang und ein Ende. Und wenn du jetzt einen Film mitmachst, dann bist du halt. Keine Ahnung, es kommen noch Drehsachen raus von 2021 oder 2020. So, ne, diese Souls, das war im Winter 2020. Das kam jetzt raus, 23, 1,5 Jahre später. Ja. Und es war aber zu Ende, ne, also es war dann im Winter auch zu Ende. Deswegen, das ist halt schon schwierig. Deswegen ist es eigentlich für einen Darsteller besser, du hast irgendwo, wo es halt fortlaufend irgendwas rauskommt. Und deswegen ist das YouTube auch super. Eigentlich, weil du kannst das selber auch dann machen. Du kannst dann einfach sagen, okay, ich veröffentliche selber meine Sachen. Und kooperiere mit irgendwelchen anderen YouTubern. Mhm. Und dann kommt immer was raus auf YouTube und dann bist du eigentlich auch schon mal in so einem Pulk, wo du merkst, okay, es bringt was und dann geht's weiter. Halt, ja. Ja, zu deinem YouTube und Social Media komme ich später noch. Mhm. Das habe ich mir ein bisschen weiter hinten noch notiert. Yes. Ich würde jetzt gerne nochmal bei dem Aktuellen so bleiben. Ja. Wo würdest du denn am liebsten mal mitmachen? Also, es geht sogar schon ein bisschen in die Zukunft. So, ist so Fernsehen auch dein Ding oder willst du lieber Richtung Film gehen? Oder ist jetzt YouTube so deine Lieblingsplattform?
wo siehst du dich denn so am ehesten, wenn du es jetzt frei aussuchen könntest und einfach da für irgendwas dich entscheiden könntest? Lieblingsplattform, Schauspieler, YouTube, irgendwie hast du so irgendwas? Ja, genau, wo würdest du am liebsten mal mitmachen? Also ist eher so Fernsehen dein Ding oder willst du auf YouTube irgendwie groß rauskommen? Was ist so, wenn du es dir frei aussuchen könntest, was würdest du machen? Schwierig, so wenn du so Darsteller bist oder so Model oder so Schauspieler oder so irgendwie so Rapper, dann bist du halt nicht mehr nur noch das, sondern du musst halt direkt irgendwas anderes auch noch machen. Keine Ahnung, das sind mir Werbung eigentlich mein Ding. Also ich würde glaube ich sagen... Du darfst ja gerade frei ausruhen. Also genau, wenn ich frei ausruhen würde... Wir gehen jetzt davon aus, dass wenn du sagst, du willst Rapper werden, jetzt kannst du es sagen. Ja, dann... Wir haben hier nämlich... Dann kommt, ja, kannst du das aus? Okay. nee, also ich würde glaube ich Werbung sagen. Oder ich würde... Weil Werbung bringt dir am meisten erstmal so von der Einnahme. Okay. Und macht am ehesten Sinn für was Langes. Also du bist halt lange zu sehen. Mhm. Und es baut aufeinander auf, wenn du halt natürlich dann auch gute Dinge, also dann hast in der Werbung. Mhm. Keine Ahnung, wenn du natürlich eine Naturcreme hast, die nur einmal, zweimal getestet worden ist, am Ende stellt sich raus, dass da eine Scheiße drin ist, bist du verbrannt und verkackt so. Ne? Aber wenn das natürlich, keine Ahnung, normale hier Beispielewerbung ist oder halt irgendwelche so westlich industrielle Firmen irgendwie, die halt irgendwelche Werbespots machen. Das Colgate's mal. Ja, genau. Dann ist es halt so, dann hast du echt Glück, so, dann hast du ein gutes Budget so. Also verdient so gut. Das würde ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen würde ich gerne ein, zwei Werbesachen machen und mal gucken, vielleicht kann ich keins im Ausland was suchen. Weil dann, wenn du raus aus Deutschland bist, also unterwegs in der Welt, dann hast du glaube ich mehr Zeit auch für diese E-Castings, mehr den Ruhepol dafür. Also das hoffe ich mir, dass es so kommt und dass du einfach dann fokussierter denn diese, ja, auch diese Rolle suchen kannst. Ja. Weil Werbespots zu suchen ist ziemlich schwierig, finde ich. Du kriegst da jetzt Kaufland, was ich jetzt habe, so, aber das haben doch alle, weil das ist jetzt irgendwie, habe ich ja selber Anfang bekommen. Deswegen, die zu finden, da muss ich mir zurück nach Facebook gehen. Dann muss ich echt wieder Facebook runterladen, weil das machen wir jetzt auch wieder, um halt in diese Gruppen zu kommen und dann da was zu suchen. Ja. Weil sonst hast du echt schwierig so, echt schwierig. Und was ist, wenn wir jetzt mal Geld außen vor lassen und nur nach dem Spaßfaktor gehen? Also was wäre dann dein Ding? Wäre das dann auch Werbung oder nee, würdest du dann... Berlin Tag und Nacht. Berlin Tag und Nacht? Ja. Firma. Für immer so. Nein, für immer ist eh doof. So für immer. Nein, für immer ist doof. Aber schon Berlin Tag und Nacht, da war ich schon auch oft. So und so cool einfach. Das ist einfach cool. Weil es macht einfach so von der. Du musst ja überlegen, so, es gibt hier GZSZ, dann gibt es Lindenstraße, dann gibt es hier so ein paar, hier Lenz übernimmt oder sowas. Mhm. Ne? Und dann gibt es Berlin Tag und Nacht. Und das sind Sachen, die gibt es schon echt so 15, 15, 20, 25 Jahre in Deutschland. Das kennt dann auch jeder so, ne? Und natürlich hast du Lindenstraßen-Fans aus den 80ern, jetzt hast du GZSZ-Fans aus den 2000ern oder 90ern. Und dann hast du was Neues wie Berlin Tag und Nacht, das aber auch schon echt 10 Jahre gibt. So. Dann hast du da auch deine New School Fanbase. Schon cool so. Deswegen doch, würde ich machen. Du warst ja jetzt gerade erst bei Berlin Tag und Nacht. Ja. Also da ein bisschen über deine Erfahrungen erzählen am Set und. Ja, ist cool. Wie es da so ablief. Also ist richtig cool. Also ist halt nur blöde manchmal, weil es alles so ein bisschen vereinfacht ist, also auch so, so low budget irgendwie wirkt. Okay. Ja, geht man auch viele Kompromisse ein, ne? Also hat man keinen, also weiß ich nicht, kann man es erklären. Hat man nur einen Schnupfen, dann geht man trotzdem zum Set, so, weil man ja weiß, so ist ja low budget, man kann diese Drehsachen nicht immer absagen, so. Mhm. Aber man zieht ja durch, so, ne? Wenn du irgendein Gebäude gemietet hast, so, oder irgendwas Krasses hast, so mit hier in Polizei oder sowas, SEK-Einsatz, dann, ja, ist das schon doof für so eine TV-Production, dass das irgendwie dann verschoben wird, abgesagt. Ja. Deswegen ziehen die dann durch. Aber es ist cool so. Es ist gegenüber zum Beispiel Lenzen übernimmt, das könnte ich so vergleichen, ist das irgendwie dann doch größer. Aber bei Lenzen übernimmt, sind es echt nur ein paar wenige. Das ist schon lustig. Es sind so sogar 5 Leute nur im Set, glaube ich. 1, 2, 3. Ja, weil der Chef ist ja der Lenzen, also der Chef der Serie, der Macher, der Schauspieler, ist ja Lenzen, ne? Und dann seinen Partner, die zwei. Und dann brauchst du ja immer nur von am Set Leute, die halt dann die Rollen besetzen. Also 1, 2 Komparsen, dann hast du wieder dann nochmal unter den anderen 2 Hauptdarstellern nochmal 2 Hauptdarsteller. Das war ich jetzt auch schon ein paar Mal. Und dann hast du halt auch dann deine 6 bis 10 Bilder am Tag, die dann abgedreht werden. Und das ist schon echt Fließband so, ne? Bei Berlin Tag und Nacht sind es 8, bei Lenzen sind es 10. Das ist schon Fließband. Also so morgens 7 Uhr aufstehen und abends um 18 Uhr 30, 19 Uhr erst Cut zu haben so.
wenn überhaupt, manchmal auch 20. Und die haben dann immer zwei, drei Locations wechseln. Mhm. Boah, ist schon. Deswegen, BTN ist schon cooler, glaube ich, so auf Dauer, aber ich will beides machen. Also wir beide sind auch sehr cool in Schwabarbeiten. Also nur als Vergleich so. Für Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, was war denn, also was, wen hast du gespielt? Was war deine Rolle bei Berlin Tag und Nacht? Möchtest du da kurz? Bei Berlin Tag und Nacht war ich der René, glaube ich. Dann war ich mal der, boah, ich weiß gar nicht, das ist so lange her, aber es war ein Charakter. Ich war, ich habe eine Frau geschlagen, die okay. Frau entführt, habe die Frau verkauft an die Russen und habe dafür Geld genommen und habe dann gesagt, ja, nutzt die gut aus, weil die muss bestraft werden, das ist eine Bitch. Okay. Und so viel ist dann passiert. Die Rolle ist auch echt cool gewesen. Und das Lustige ist, wir waren dann wirklich so auf so einem, hier Berlin-West, da ist so dieser alte Hafen, keine Ahnung, so irgendwie so, ne, so hafenmäßig. Und dann so ein Transporter, da waren dann zwei Frauen drin, fesselt, geschlagen, mit blauen Augen und sowas, ja. Okay. Ja, dann kamen da so zwei Zuhälter und mit Aktenkoffer. Und dann habe ich halt tatsächlich da so Verhandlungen geführt. So, und meinte, ja, die eine so, die andere so. Der andere ist jung, die andere hat Erfahrung und ey. Ganz normal bei Berlin Tag. Ganz normal bei Berlin Tag. Ja, und dann wurden die halt verkauft, die Frauen, für einen festen, guten Preis. Und dann wurde ich verhaftet. Ja. Das passiert, wenn man hier. Ich hab doof gelaufen, weil also ich habe nicht gedacht, dass es sofort läufig ist. Also, ich wurde ja am. Das war ja alles an einem Tag. So, ne? Ja. Nee, gar nicht, aber zwei, drei Tage, stimmt. Aber ich meine trotzdem, das war meine Karriere bis zum Zuhälter und dann auch Dealer der Frau, also des Menschenhandels. Das ging ja ziemlich rasant, aber dass ich dann verhaftet wurde, bin ich nicht gedacht. Also, das habe ich nicht gedacht. Also. Nee. Okay. Aber SDK kam dann und dann. Verhaftet und Gefängnis und dann bin ich jetzt erstmal im Knast. Ne? Also BTN sagt erstmal, der ist erstmal im Knast. So. Okay. Deswegen eigentlich, ich würde mir so wünschen, also hier, wenn ihr das hört, ne, Filmpool oder so, ich würde mir so wünschen, wirklich eine feste Rolle zu haben, die aus dem Knast wäre. Ja, also wirklich, du siehst mich noch zwei Tage im Knast, du wirst gerade entlassen und dann kommst du raus und dann baut es so eine Geschichte auf, keine Ahnung, du hast ein Kind, das 14 ist, das meldet sich bei dir, keine Ahnung, du hast dann eine Ex-Freundin, die hat eventuell noch ein Kind von dir, wollen wir testen und so machen, ne? Keine Ahnung, hast noch einen alten Raub vielleicht, hast noch die Fingerabdrücke gehabt, nee, aber das warst du nicht, weil der andere Ex-Freund hat dann noch von die Fingerabdrücke von dir genutzt, um dann dich auch wieder mal den Gast zu kriegen. So schön dramatisieren, so, weißt du, so richtig schön aufbauschen. Darauf hätte ich richtig Bock, glaube ich. Dafür würde ich auch wieder sogar Deutschland ziehen. Ohne Scheiß. Für sowas, wenn einer so einer mir so eine Rolle anbietet, die einfach so aus dem Knast oder aus einer Therapie wäre, so, weil das ist das meiste, du kannst das meiste Potenzial auch nach außen spielen, weil du hast einfach eine Nullrolle, also du bist auf Null, du kommst aus irgendwo raus und bist dann so wie, ja, therapiert. Wenn du jetzt Lehrer bist, dann bist du halt Lehrer schon, dann ist es so wie, ja, das finde ich auch ein bisschen blöd, ich finde sowas Negatives cooler und dann halt irgendwas anderes werden, da hab ich Bock drauf. Also mach das mal bitte, Film. Wie hast du dich denn bei Berlin Tag Nacht beworben und wie ist da der Bewerbungsprozess abgelaufen? E-Casting. Okay. Ja. Ja, nein, es gibt auch hier offene Castings, ne, in Köln und in Berlin so. Aber ja, das hast du irgendwann mal gemacht. Okay. Da war ich in beiden sogar, ich war in Köln und in Berlin. Und dann hast du halt irgendwann nochmal ein E-Casting eingereicht und dann hat es irgendwann gefluppt. Und jetzt bist du halt so in diesem Pool. Was war da die Aufgabe beim E-Casting? Ah, das war die Aufgabe, ich musste einen Ex-Freund spielen, der seine Freundin wieder rumkriegen möchte und sowas und genau. Und dann haben wir das gespielt und ich habe dann mit deiner Freundin dann aber oder? Nee, mit einer anderen. Hast du mit Person der Schauspielerin? Wir haben einfach eine fremde Person genommen, nicht die Freundin. So. Und okay. Habe ich wohl geklingelt und dann haben wir das dann so gedreht und dann eingereicht und dann, ja, ist cool. Wollte die sich dann auch bewerben oder einfach so das verfahren? Nein, die sieht man nicht. Das war ja nur die nicht sieht man. Nur, dass die Tonlage da ist, also so ein bisschen halt. Ah, ja, verstehe. Du brauchst ja so einen Spielpartner und ja. Auch tonmäßig manchmal so, weil ich finde das total schwierig, diese E-Castings. Mhm. Da mit diesem Bild, da mit diesem Loch, da mit diesem Kameraloch, da so einfach so zu reden und einfach nur so deine, ob das jetzt irgendwie mal was sagt. So. Das, ja. Das musst du echt üben, das ist schwierig, das musst du jetzt auch weiter üben. Ja. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch so dran. Ja, und ich habe jetzt eine App gefunden, wo man aufnehmen kann und zeitgleich spult er den Text ab. Bedeutet, ich sehe das Bild in dem Bildschirm und dann spult er den Text, den ich sagen muss, ab. Das sehen die Aufnahme, aber sieht es heute nicht. Richtig gut. Mega. Jetzt probiere ich das aus, ja. Was war bis jetzt deine Lieblingsrolle, die du gespielt hast und welche war da die größte Herausforderung für dich? Also größte Herausforderung war wirklich diese Serie Souls.